Ein herzliches Willkommen zurück in einer weiteren Folge. Mein Test. Das Warten hat sich gelohnt. Gut, aber jetzt ist nicht so viel passiert, gell? Aber hey, die beiden sind gewachsen. Nice. Mal kurz erstmal hier. Die ganzen Kletterer jetzt nach oben. Schon Nummer 4. Yes, Sir. Gut, das hat jetzt gar nichts gebracht. Wir haben genau 3 bekommen. Danke dafür. Für die Blumen. Also ich hätte noch vorhin mal hier die 3 nicht weggeworfen, ne? Hätten wir jetzt schon hier einen kleinen Vorsprung gehabt. Na egal. Aber dann habe ich so viele dazu bekommen. Ist das deprimierend, ey. Nein. Kann ich hier nicht ran klatschen? Oh, scheiße, die Henne. Ach, damn it. Hey, der Erste, der eine Runde rum hat. Uhu. Was ein Trauerspiel. Ja, ich glaube, da sind wir besser dran bedient, wenn wir einfach welche vom Spawn kaufen. Ja gut, hier von dir brauchen wir jeweils mindestens 8. Und hier brauchen wir 80.000. Gut, dann gucken wir mal beim Spawn, ob wir da Läden hatten für sowas. Nein, bin schon wieder am Hummeln. Ich hätte gleich mal mein Geld mitnehmen können, ne? Ah ja, da hinten. Okay. Gut, dann nehmen wir mal unser Geld mit. Nee, gefangen. Und, wo ist man gleich jetzt schon wieder hin? Ich hätte es doch letztens da reingepackt. Ach, also, wir hatten es dabei. Nice. Dummheit, ich komme. So. Dann schauen wir mal. Dann kaufen wir uns mal ein paar, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen. Oha. Okay, das ist aber schon teuer. Boah, Alter. Gut, das heißt, wir brauchen von den 50er Scheiben, brauchen wir hier 40 Stück. 40 für... Alter, das reicht ja gerade mal so. Wow. Ja. Danke, oh du schöne Welt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, ja. Und das war's. Yay! Wir sind reich! Wir sind so arm. Armer Schlucker. Diese komischen Bärenbüsche bringen uns noch in den Wahnsinn, in die Ruinen, überall hin. Nur nicht da, wo wir wollen. Oh. Not bad, not bad. Da springt er hier förmlich. Hier alles wächst. So schön. So. Jetzt natürlich die Frage, was hier von ist was? Die heißt ja auch noch gleich. Fruitless Busch. Busch. Also fruchtloser Busch. Wow. Gut, das heißt, wir müssen jetzt mal warten, bis überall einmal was gewachsen ist, damit wir sehen, welche Farbe wo ist. Dass es hier heißt oder liebst. Aber hier können wir es jetzt schon mal hinpflanzen. Hier wissen wir, dass hier weiß ist. So, haben wir den Innenring schon mal fertig. Los, wachst schneller. Das gibt's ja gar nicht. Bescheuert. Meine Fresse. Gut, dann laden wir uns erstmal
aus. Wir haben jetzt vor allen Dingen auch eine Menge neue Sachen, die wir einsortieren dürfen. Also gut, ich schalte jetzt mal alles andere aus. Beziehungsweise kann ich auch mal hier. So, hier kommt gar nichts rein. Hier hingegen kommt, oh, haben wir da schon viel von. Na egal. Wenn es nicht traurig wäre, wäre es lustig. Kriege ich mein Geld zurück, bitte? Na, die Wald aber lieber. Und die Selbstverachtung steigt ins Unermessliche. Es ist so ein Trauerspiel. So ein Trauerspiel. Was soll man da bitte dazu noch sagen? Ich meine. Da muss doch irgendwas bei der Geburt mächtig schiefgelaufen sein. Irgendwas Fundamentales. Oh, das habe ich die ganzen Männer. Egal. So, was haben wir jetzt noch alles übrig? Das haben wir noch, das haben wir noch hier. Oh, ich glaube, Erdbeeren sind voll, ne? Kann das. Ne, hatten wir noch keine Erdbeeren? Oh, die haben wir noch gar nicht. Jetzt haben wir Erdbeeren. Also, wir hatten halt hier die anderen Erdbeeren, aber. So. Vanille würde ich hier hinzupacken, weil hier auch Kakao und Kaffee und sowas ist. Sonnenblumen würde ich schon hier mit hinpacken. Eigentlich nicht wirklich. Eher da so. Dann aber hier noch das komische Zeug, was auch immer das ist. Weißt du was? Ich nehme. Okay, machen wir mal anders. Die passt aber nicht wirklich. Nee, ich lasse sie mal wirklich hier. Also lasse ich lieber doch die Sonnenblume hier. Ach, guck mal, ach, haben wir sogar schon. Ach, never mind. Du kommst noch da. Und das war's. Jo. So.
Gutes Nickerchen. Früh ans Werk. Haben gar keine Nahrung dabei. Habe jetzt die Bären aus der Sicht weggepackt. Zum Glück wachsen überall Äpfel. So, jetzt ist mittlerweile irgendwas gewachsen. Nö, gar nichts. Ja, leck mir am Arsch. Wir müssen wirklich die ganze Zeit hier vor Ort bleiben, damit hier was wächst. Die Dinger sind so abfuck. Ich werde nochmal unser Baummehl mitnehmen können. Die Dinger machen mich wahnsinnig. Warum haben wir die Dinger überhaupt? Ich meine, mit denen kann man halt überhaupt nichts machen. So, alles, was man daraus machen kann, sind diese komischen Pizzen. Gar nicht. Ja. Was sind denn die? Ah, diese Dinger hier. Ja, Pizzen, sag ich schon, nicht der Kuchen. Aber die bringen halt überhaupt keine Sättigung. So, überhaupt nichts. Da kannst du dir gleich an den Grashelm hier überlutschen. Hast du mehr an der Werte von. Von daher. Schon etwas deprimierend. Das heißt, wir müssen mal gucken. Hatte ich schon Erdbeeren? Eigentlich sind jetzt dazu verdonnert, wirklich hier zu warten, bis hier irgendwas Farbiges kommt. Zumindest sehen die Felder jetzt schon mal alle relativ schön aus. Jetzt auch alles schön gleichmäßig. Pro Feld immer zwei Sachen. Auch da vorne. Von daher sieht das Ganze jetzt ein bisschen vollendeter aus, ja. Und nicht mehr so baustellenmäßig. Macht also schon ein bisschen was her mittlerweile. Unser Gartenanlage. Bitte. Whatever. Kein einziges Ding bekommt was. Ist doch Betrug. Also, was soll ich jetzt hier Handstand machen oder was? Salto links, Salto rechts. Ah. Gut, dann nutzen wir jetzt halt wenigstens mal sinnvoll. Dann hol ich mal noch mal ein bisschen Bauenmehl und bauen die mal noch mal ein bisschen rum. Bei rumbauen hast du aber eine andere Bedeutung. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Das sind ja, genau, ah ne doch, sind auch 6er Beete, also 6x6. 36er. Du scheiß 36er. Ich habe schon wieder Hunger. Wie heißen die Dinger hier eigentlich? Ah, da ist das Blueberry Busch und bei dem anderen ist es wahrscheinlich Raspberry. Strawberry. Ah, okay. Aber die ohne Blätter heißen alle gleich. Das ist ja auch interessant. Das heißt, sie müssen hier wirklich das über die Metadaten machen. Die Frage ist, wenn die das über die Metadaten machen, das würde ja bedeuten, angenommen, ich gebe mir jetzt, grant me give. Ja, Problem ist jetzt, das könnte auch ewig dauern.
Und müssen wir probieren, wenn ich mir einfach mit Gift so ein Ding gebe und die dann hinpflanze, was denn da für Dinger dran wachsen? Ob die dann einfach random ist oder einfach irgendeiner von den fünf als Default-Wert eingetragen ist und dann einfach irgendwas davon bei allen denn wächst. Oder ob bei allen einfach gar nichts mehr wächst, so wie hier jetzt gerade überall der Fall ist. Danke dafür. Okay, hier wächst gar nichts. Was ist denn da los für Scheiße? Amanakäum. So, wir machen mal die hier. So. So, dann haben wir hier einmal 8 und 7, 8. Perfekt. So, alle mal gewachsen. Perfekt. Über 19. Ich bin schon mal ein bisschen besser vor. Ja, gut. So viel war es auch wieder nicht. Hier sieht alles in Ordnung aus. Ja, hier ist alles fertig. Ja, hier ist alles 5. Hier ist alles 3. Hier ist alles 5. Hier ist alles 4. Das heißt, hier die Sachen kann ich schon mal abernten. Gut, die packe ich jetzt noch nach unten. Die bringen gerade eh nichts. Dann gibst du noch da. Yay! 36! Plus 2 extra. Nice. Achso, wahrscheinlich unter uns, ne? Hat er nicht gerade einen Zombie gehört? Also irgendein Monster. Klang sehr mürrisch. Oh, wir haben auch weit mehr als 36 bekommen. Not bad, not bad. So, hier ist in Ordnung. Hier können wir. Hier ist das auch alles fertig. Guck mal nach da. Sehr nice. So. Achso, scheiße. Rausgehen müssen. Okay. Ah, guck mal. Ah, zwei haben schon. Ja, wohl. Ha. Das heißt, rot. Danke dafür. Und rosa. Ich glaube, hier war schwarz und da war blau, ne? Aber so sicher bin ich mir halt auch nicht. Aber wir können hier schon mal die weißen hin platzieren. Das geht auch. Noch ein paar. Ja, gut.
kann ja nicht einfach eine Farbe bekommen, das würde schon vollkommen ausreichen. Es braucht nur ein einziger eine Farbe bekommen. Dann wäre ich glücklich. Aber nein! Sieht schon irgendwie süß aus mit den ganzen Kugeln. Wenn die nur nicht so scheiße wären. So, das Bild hier müsste jetzt komplett sein, ne? Ja. Also hat man immer so klein. Eigentlich könnte ich sogar die Dinger hier so normales Dirt austauschen. Das würde halt eigentlich schon voll Sinn machen. Ich schau mal kurz beim Replacement Tool. Obwohl, ich kann es auch einfach mit der Schippe machen. Jetzt werden wir alle neu platzieren, aber hey. Oh. Ja, doch, so ist besser. So ist auf jeden Fall geil. Tada! Ja, so ist gut. So ist richtig schön. Auf die Idee hätte ich schon viel früher kommen können. Ja, ist doch geil. Gut, hier ist das Gleiche. Ups. So, da muss noch mal rot dahin. Just perfekt. Ja, sieht alles stimmig aus. Oh ja, Alter, jetzt sieht es aus wie so ein richtig kleiner, süßer Garten. Der Garten eben. Ah, da muss ich noch. Jetzt ist das alles in sich stimmig. Und hier ist immer nichts gewachsen. Ich krieg die Krise. Egal, wie sehr ich versuche, mit irgendwas halt zu verplempern, ist einfach nichts. Digga, Folge ist gleich zu Ende. Die wachsen bis 8, okay. Mein Baumel ist leer. War Fluch da, Fake. Ja, gerade mal 3 rausbekommen. Es ist nicht so viel. Nur fuck schneller. Ich krieg die Krise. Genau, hier drin fehlt auch noch einer. Ansonsten sind alle anderen da. So sieht schon echt richtig süß aus mit dem Weg hier zwischen. Hat schon was. Wow. Weil ich meine, hier geht's ja noch. Oh.
Da müssen wir by the way mal die Haare. Haben wir wieder zurückgebracht. Ganz vergessen. Wir müssen ja noch. Hä? Haben wir jetzt statt der Erde Knochen bekommen? Und dafür keine Erde? Wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Scheiß Ernst? Ist doch nicht. Ist doch. Hallo? Dieses Spiel will mich verarschen. Verarschen. Tralali, tralalu, Doink, doink. Muss ich schon einmal Erde runterrennen. Das ist deprimierend. Danke. So, dann brauchen wir auch noch mal hier. Wo sind die? Wollte man eigentlich die Knochenlage? Wir hatten noch letztens irgendwie einen Ort gefunden. Ach ja, war auch unten im Raum. Also gut, dann kann ich ja die Knochen, die hier oben rumliegen, auch gleich mitnehmen. Ich hätte noch irgendwo welche hingepackt. Ah, hier war's. Frage ist, macht es nicht eher andersrum Sinn, dass wir die Knochen mit nach oben nehmen? Ah, hier war's, genau. Mal Leder vor da oben. Ah, Leder doch einmal um. Ich glaube, es macht wirklich fast eher Sinn, die Sachen hier noch umzubringen, ne? Na genau, einmal Leder. Glaub ja. Ja, komm, ich bringe die Sachen lieber nach oben. Macht mehr Sinn. From the location her. Wobei wir mittlerweile echt schon ganz schön viele Knochen haben. Können wir eigentlich fast super Bone Meal draus machen. Heute also wieder neue Beeren hier. Da ich ja meine intelligenterweise weggeworfen habe. Also unten in die Kiste gepackt habe. Hätte ich mir auch eigentlich einfach welche nehmen können. Egal. Dafür sind die Beete ja da. Oh, so viele Äpfel hier. Holy shit. So, wetten, hier sind die Büsche da hinten alle gewachsen. Wusste ich's doch. Ha! Nee, Spaß wusste ich nicht. Aber als ich vorhin hier weggegangen bin, da habe ich ganz kurz gesehen, dass hier jetzt auf einmal doch viele. Keine Ahnung. Erst wächst gar nichts, dann hier zigtausend einmal. Scheinen sehr komische Timer zu haben, die Dinger. So, damit sind die Beete alle vollständig. Ach ne, halt die für neuer. Da war rot. Tada! Jetzt ist alles vollständig. Jetzt sind alle Beete komplett. Na gut, nee, bei Weiß fehlt noch zwei. Wenn ich jetzt den ernte, kriege ich dann drei Stück? Nur ein, willst mich verarschen? Das heißt, abgesehen von den beiden ist sonst aber alles fertig. Na gut, ein paar Beete können auch noch wachsen. Das Beet zum Beispiel kann noch ein bisschen wachsen und das da auch. Aber hier kann ich auch gleich mal ernten. Die habe ich schon vorhin voll übersehen. Kann das sein? Das ist ja ungeheuerlich. So,
Ja, dann ist das auch die letzte Amtshandlung für diese Folge. Und damit für diese Session. Erstmal wieder genug, mein Test. So. Dann würde ich mal sagen, ja. Gucken wir mal nächste Folge, ob wir die beide hier noch vollständig bekommen. Und ja. Bis dahin spielen wir aber erstmal wieder eine Runde ATS und ETS, bis der Geier was. Und dann erst wieder mein Test. Aber wahrscheinlich wieder Creator Server Let's Play. Außer ich finde nochmal einen anderen interessanten Server, wo ich drauf spielen kann. Oder wir spielen nochmal Wunderwelten. Mal gucken. Die Mikrofon knarrt immer so. Muss ich mal ölen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall. Bis dann.